Wunderschönen guten Tag, schön, dass du reingeschaltet hast und hallo, herzlich willkommen, eine weitere Folge LSPDFR, heute mal wieder am Strand mit dem Fahrrad in Flipflops und glaubt es kaum, ich bin wirklich Polizist. Ich trage hier eine Schutzweste, eigentlich eher so eine Schwimmweste, aber auch mit ein bisschen Kevlar, man sieht es hier wunderbar und hier im Hintergrund seht ihr mein wunderbares Bike, mit dem ich heute ein bisschen den Strand entlang fahren werde. Ist auch Offroad-fähig, das bedeutet, wir können hier auf jeden Fall mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Und wenn ihr wollt, kann ich mal versuchen, eine Fahrradstreife mit dem Fahrrad zu machen mit einem Kollegen. Ich werde heute allein unterwegs sein und vielleicht später nochmal da draußen ein bisschen Patrouille fahren auf dem Wasser. Mal gucken, ob es da Callouts gibt, die in Strandnähe sind, mit dem, wo ich mit dem Jetski oder Boot fahren kann. Aber grundsätzlich bin ich heute unterwegs als Baywatch-Polizist. Ihr seht es eben, bis mit den Flipflops finde ich Hammer. Und auch, dass ich überhaupt so den Skin habe, ist eigentlich auch ganz nice. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das mit dem Fahrrad hier heute verhält. Und dann erstmal ab geht's ins Intro und dann schauen wir mal. LSPD war hier bei mir beim Kanal Reifen Happy. Wisst ihr was? Kann ich da nicht hochscrollen, genau. Hochfahren? Nee, irgendwie nicht. Nein. Alles klar. Okay, es gibt eine Disturbance. Caller is waiting at Interstate 2. Also wir haben hier vorne, oh Gott, am Strand anscheinend. Da kann ich aber hier am Strand entlang fahren, diesen Weg mit dem Fahrrad. Ein Problem wurde uns gemeldet. Oh, guck mal, ich kann ein bisschen Offroad fahren. Das ist Offroad. Achtung, Leute. Und voll geil, guck mal hier. Der Fahrradkopf im Skatepark. Wie damals, als ich noch jung war. Ui, und raus hier, sehr gut. Alles klar. Wir fahren auf jeden Fall mal zu dem Einsatz hin. Disturbance heißt, es ist eine Art Ruhestörung liegt vor, oder glaube ich zumindest. So, wir fahren hier mal ein bisschen mit dem Bike, Ego-Perspektive. Auch ganz stylisch. Wetter ist heute so, naja, weiß ich nicht, ne? Ein bisschen neblig hier. Ansonsten Los Santos, wie man es kennt. Alles ruhig und entspannt hier auf dem Bike. Ich trete mal ein bisschen die Pedale. Und... Also warte mal, ich wollte gar nicht, sehen wir uns vor Ort. Aber hier seht ihr auch, es gibt ja auch diese Fahrzeuge, die ich benutzen kann. Diese Strandbuggies. Ich glaube, den gibt es auch in der Variante für die Polizei hier. Nicht nur eben für einen Notarzt. Das sind Strandbuggies. Wir schauen sie mal diesen... Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Jetzt weiß ich nicht mehr, was für ein Fahrzeug war. Damit... Ist ein Ford? Nee, was ist ein Ford? Was ist denn das für ein Auto? Kollege, was ist das für ein Auto hier? Guck mal, da stehen sie auch alle rum. Die haben alle genauso coole Klamotten an wie ich hier. Schau dir ihn mal an. Auch geil, oder? Sir Hansen, Mann. Wieder am Handy unterwegs, der Kollege. Was ist denn das für ein Auto? Schreibt es mal in die Kommentare, ich hab's schon wieder vergessen. Das ist ein bisschen ein Ford. Also ich glaube, es ist ein Ford. Keine Ahnung, aber das kann Zeichen drauf. Wo ist jetzt mein Fahrrad? Da ist mein Fahrrad. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich fahre mal weiter, ich habe was zu tun und vielleicht zu euch. Okay, wir treffen uns vor Ort, wie gesagt. Die Fahrt dahin, die kann ich euch ersparen. Hier vorne auf der rechten Seite müsste es auch schon sein. Holy shit. Feiert ihr dann eine fette, fette Party? Ah! Also Leute, ihr hört, der geht voll die Party ab. Mein Problem ist, es ist mega laut. Ich weiß nicht, ob ihr in der Aufnahme das auch so laut hört wie ich auf meinen Ohren gerade. Auf jeden Fall habe ich das gerade versucht runterzuregeln hier über das Menü, aber ich kriege den Sound nicht leiser. Deswegen, ich hoffe, dass ihr einfach gerade mal klarkommt auf diesen Sound. Und da muss ich aber rein. Ich kriege den Einsatz, dass es nicht gebacken. Und ich versuche ein bisschen euch nicht anzuschreien.
Gott, ist das laut hier, Leute. Hallo. Entschuldigung, wer ist denn hier verantwortlich für diese Party? Was ist denn hier los? Hallo, sind Sie hier irgendwie? Alle unten drauf, muss ich auch mal dran. Wo ist denn die Person, die hier für die Party zuständig ist? Wer ist denn hier verantwortlich? Sie alle nicht? Sind nur Gäste? Okay. Ist denn hier unten jemand? Ich glaube, das ist hier unten. Ja, sonst sind wir. Wo sind Sie hier? Okay, aber das war's. Ich glaube, ich muss erst mit der Person finden, die angerufen hat. Oh, das ist eine schicke Karre hier. Ah, hier haben die ganze Party ist schon geparkt. Auch irgendwie wieder hier alles voll geparkt. Ah, guck mal, hier ist die Dame. Guten Tag. Hi, ma'am. Did you call 911 because it's disturbing? Also, ich frage sie gerade, ob sie angerufen hat, wegen der Ruhestörung. Sie sagt, ja, ich habe die kurz angerufen. Die Party geht einfach zu hart ab und sie ist nicht angenommen. Und sie schmeißt anscheinend auch mit Bierflaschen auf den Strand und sowas, okay? Dann haben sie irgendwas auf ihr Haus geschmissen, auf die Straße. Nee, bis jetzt haben sie es nicht gemacht. Wir sitzen immer nur in warte mal, it's the house over there with the rest of the okay, oh, okay, rest party. Seems to be a biker party, but it's a bigger side and handle party. Hier mache ich. Dankeschön. Okay, sie meinte, es wäre eine biker party, weil sie hat gesagt, das ist ein Lost Van. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich sehe hier kein Lost Van. Also bikermäßig. Okay, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal klingeln. Hoffen, dass hier jemand rauskommt. Okay, ich bin in der falschen Tür hier. Achso, habt ihr das gesehen da drüben mit den Wellen und den Fischen? Ich habe gar nicht gewusst, dass hier so fitty drauf ist. Auf diesen Absparen. Okay, ich glaube, ich muss hier rüber. Ich habe hier noch rüber. Ich glaube, das ist der Parcours jetzt halt. Ah, ja, hier. Klingeln wir mal. Okay, niemand hat natürlich die Klingel gehört, weil er so kam. Bei der Musik gibt auch nicht gerne ab. Ich bin wieder da hoch, aber hey, ich habe Austausch. So, wer ist denn jetzt die Verantwortung für die Scheiße? Wo gucken wir euch mal den Hintern? Was denn mit der ihrem Hintern passiert, Leute? Ich kann da gar nicht wegkommen. Warum ist das denn so? Warum ist das so? Nein! Gucken wir mal schnell weg. Hallo, guten Tag, guten Abend. Die Musik ist leider viel zu laut und sie müssen leise machen. Und sie sagt, ja, ich höre keine Musik. Ja, sie sind auch ein bisschen taub auf dem Ohr, weil es eben so laut ist. Ja, das haben wir schon verstanden. Also, möchten Sie jetzt hier ein bisschen Stress machen und mit mir oder kooperieren Sie mit mir? Ja, was ist, müssen Sie vielleicht mal mitnehmen ins Gefängnis? Das ist vielleicht weniger. Okay, jetzt ist hinter. Geht doch. Ja, don't think you're fun. Ja, es geht nicht darum zu gewinnen, junge Dame. Ich möchte einfach, dass Sie diese Ruhestörung mit lauter Musik anstecken. Danke, dass Sie so cool mit mir waren. Auch bitte noch halt unter uns. Sagen Sie mal, wir essen, wir sollten hier ein Beinkleid wieder richten. Das hat sich auch noch für bestimmt. Aber hey, was zur Hölle, Leute. Sonst geht's Ihnen aber gut, der Name, ja? Sie sehen nämlich nicht so aus, als wüssten Sie, was wir tun. Aber gut. Wegen zwei Arschbacken werden wir jetzt nicht gleich auslippen, ne? Wir sind ein cooler Kopf. Man kann Ihren Hintern ruhig entblößen. Ist ja nicht mehr, als wenn es ein Stringtanga ist, ne? Da sieht man auch ein bisschen Pobacken. Okay, Ruhestörung geklärt. Ich hoffe, von der Lautstärke her war das alles cool. Hashtag Arsch. Nein, oh Gott, nein. Wisst ihr was? Wenn wir solche Sachen machen wie Hashtag Arsch in die Kommentare, dann blockt es YouTube in den Kommentaren, weil Arsch ein geblockter Begriff ist. Das machen wir nicht. Wir machen Hashtag Po. Ne? Po ist ja auch viel freundlicher als Arsch. Schon allein Arsch klingt schon so drastisch. Ja, und Po ist doch viel schöner. Du hast einen schönen Po. Du hast einen schönen Arsch. Ja, das ist so... Geht nicht klar so. Okay, aber hey, worüber reden wir hier? Wir haben das mit der Party geklärt und sehr gut. Dispatch calling Unit 1 Lincoln 18. We have a traffic alert for a kidnapping. Was? Ein Traffic Alert für Kidnapping?
Und ich soll dahin mit meinem Fahrrad. Ihr seid nicht ganz sauber, oder? Ich habe den Einsatz mal angenommen. Use appropriate caution. Ich soll bitte aufpassen. Ja, tatü, tata, Vorsicht. Bin auf dem Fahrrad und folge einen Kidnapper. Are you kidding me, man? Soll ich denn mit meinem Fahrrad irgendwas ausrichten? Welcher Dispatch-Idiot hat denn das bitte zu meinem Einsatz gemacht? Aber scheint so, als hätte ich Glück. Da vorne scheint... Okay, das Auto fährt doch weiter. Komm, gib mir ein bisschen Gas hier, Junge. Was ist los mit dir, Ralf? Genau, wir machen Frontflip hier. Okay, wir fahren aber schon mal schneller. So, Vorsicht. Oder falls ich klingeln. Und ein bisschen hier Geschwindigkeit vom Bergab mitnehmen. Ist eigentlich... Oh, da vorne, guck mal, das ist ein... Yo! Biker-Gang, guck mal. Das heißt Gang, ja, machen einen Motorradausflug. Muss nicht mehr übertreiben. Oh, guck mal, da vorne ist ja sogar schon hier das Fahrzeug. Hallo, seht ihr, ich bin auf dem Fahrer, bleiben Sie mal stehen. We've got an officer requiring assistance in Vespucci Canal. Da bin ich ganz sicher, wie ich mit meinem Fahrrad hier vorgehen soll, Leute. Witzigerweise freue ich jetzt wirklich den Kidnapper mit dem Fahrrad. Wer hätte das gedacht? Das Blöde ist, ich habe keine Sirene, wo ich den anhalten kann. Ich kann nur freundlich darum bitten, mal anzuhalten. Guten Tag. Sind Sie die Kidnapperin oder so? Oder der Kidnapper? Bitte mal hier das zu unterlassen, ja? Kannst du mal bitte hier aus dem Fahrzeug aussteigen, bitte? Wow, wow, wow! Ich wurde eiskalt beschossen. Oh, die, guck mal, die sind gechillt. Die denken sich so, yo, normal. Wow! Jetzt ist das Auto auch noch weitergefahren. Ich hol mal die Alte aus dem Auto raus. Die hat mich aber beschossen. Ich glaube, ich drehe im Rad. Sonst geht sie noch... Liegt da eine Banane? Warum liegt da jetzt eine Banane? Was ist... Was ist das für eine Folge, Leute? Jetzt die Musik, die Ruhestörung, jetzt liegt da eine Banane. Loser. Hat mich gerade mein Kollege als Loser beschimpft? Nur weil ich hier mit dem Fahrrad rumfahre und Flipflops anhabe? Das ist, ich halte es nicht aus. Was ist das für ein Polizeidienst heute? Was stimmt doch was nicht. Attention all units, so, we have an ambulance call in Vespucci. Unglaublich, ey. Da liegt eine Banane, ich werde beschimpft als Loser. Die Tante von der Party, sie sagt, ich bin ein Schwein in Uniform. Sehr unfreundliches Pack hier heute wieder, oder? Vielleicht könnt ihr mal ein paar freundliche Worte in den Kommentaren da lassen, so. Dass ich einfach mich ein bisschen gewertschätzt fühle, hier in meiner Funktion als Fahrradpolizist am Vespucci Beach. Ja, ich meine, ich mache auch nochmal einen Job, ja, ich habe auch Gefühle. Und ich möchte auch gewertschätzt werden. Und was ist da los mit den Leuten? Alles Idioten, sage ich euch. Alles Idioten. So, den letzten Einsatz haben wir auf jeden Fall erfolgreich erledigt mit dem Fahrrad. Wir haben einfach mal jemanden erschossen. Oh, ein Vicious Dog haben wir. Oh, oh. Oh, der Buggy wäre aber auch ganz geil, ne? Hier für mich. Okay, wir suchen einen entlaufenen Hund, der aber anscheinend auch ein bisschen ist hinterm... ja, diese Flips, was macht der da? Guck mal, wie behindert das aus. Oh, oh. Nicht auf die Fresse, fein Ralf. Wir suchen einen entlaufenen Hund, der anscheinend auch leicht aggressiv ist. Ja, so wie ich. Naja, gut. Okay, wir fahren hier mal runter. Bisschen hier cruise. Yeah, bam, Alter. Guck mal, ich bin voll Superman auf dem Fahrrad hier. Komm, rückwärts und vorwärts und bam, Bunny. Voll geil, oder? So viel, ich hatte nur schon lange nicht mehr so viel Action auf dem Fahrrad. Okay, wir suchen den Hund. Irgendwo muss hier ein Hund sein. Im schlimmsten Fall, ich warne euch vor, ja, muss ich den Hund erschießen, weil er aggressiv ist. Musste schon gerade eine Frau erschießen, weil sie so aggressiv war. Bei dem Hund müssen wir das auch tun. Falls sie mich anfällt oder Personen irgendwie, ja, anfällt. Ich glaube, das ist schon der richtige Begriff. Ja, super. Ich sehe keinen Köter. Wuffi, Wautzi, hallo. Komm, putt, putt, putt. Wie lockt man nochmal Hunde? Komm her, da. Guter Junge. Aber auch ein Tennisball dabei hier. Weiß zwar nicht, in welcher Tasche ich den stecken habe, aber ich habe einen Tennisball dabei. So. Die Dame hier, hallo? Hallo, haben Sie... Oh no, what the... Okay, stopp, halt, stopp. Oh nein, oh. Ich habe ein Problem, Leute. Ich bin zu weit gefahren. Nein! Okay, jetzt habe ich verkackt. Wie komme ich hier mit dem Fahrrad wieder raus? Dammit! Bunny up. Ich habe doch gerade... Yes! Es geht sogar! Was mache ich denn hier, ey? Ich habe es wirklich geschafft, Mann. Ich bin hier wirklich mit Bunny up wieder hochgekommen. Alles klar, alles gut. Vorsicht bitte da vorne. Ich benutze sogar meine Klinge. Was ist denn los mit Ihnen?
bin Polizist im Dienst, Mann. Was ist denn los mit dir, ey? Warum sind die alle so unentspannt? Ah, ich wollte doch nur die Dame befragen, ob sie einen Hund gesehen hat. Ja, und dann sowas hier. Ich würde am liebsten einen Polizeihelikopter dazu rufen, der mir hilft bei der Suche nach einem entlaufenen Hund, der ein bisschen aggressiv ist. Aber ich glaube, da werde ich schlechte Karten haben. Da wird keiner kommen. So, dann fahren wir hier nochmal lang. Dann gucken wir uns nochmal kurz den Callout an, und zwar unter Info. Vicious Dog. Nur, ja gut, mehr weiß ich nicht. Hätte sein können, dass da noch irgendwo steht, was für eine Rasse das ist oder so. Ich glaube, hier bin ich vorhin runtergefahren, ne? Und fahren wir hoch, Mann. Ey, ich liebe diese Fahrräder, guck mal. Wir fahren aber die Treppe hoch, als wäre es nichts. Oh, da ist ein Hund. I got a dog. Habe ich denn? Ah, ich habe eine Pistole. Der Herr Hund da vorne, können Sie mal bitte ruhig bleiben? Ganz entspannt bleiben, Hundi. Hallo, ich bin's. Ich bin ein Freund von dir. Ich habe einen Ball dabei. Magst du mit mir ein bisschen Ball spielen? Oh Gott, ich kriege ja ganz... Oh, shit! Komm zurück, Hundi. Hundi, stopp. Halt, stopp. Hundi, ich brauche ein bisschen Unterstützung hier. Attention all units. Medical aid requested. Warum habe ich jetzt Medical aid requested? Und, pass mal auf. Nein, nein, nicht wegrennen. Bleib mal hier. Oh, guck dir mal die Klöten an, die da raushängen. Hundi, stopp. Halt, stopp. Du, guck mal, jetzt kommt wieder so ein Krankenwagen wegen dir. Was ist das denn für ein Auto? Ich habe ein SWAT gerufen wegen dem Hund. What the fuck? Was ist hier heute los? Das SWAT kommt angefahren in dem Fiat. Und ihr schießen den Hund. Jungs, good job, danke. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Ja, alles da. Leute, ich weiß auch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reingucken. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. War sehr lustig in meinen Augen. Viele skurrile Sachen passiert, die man eigentlich auch wirklich nur so mit der Fahrradstreife erlebt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihm so ist, lasst doch bitte ein Like da, würde mich freuen. Vielleicht schaffen wir mal wieder die 1000. Haben wir schon lange nicht mehr geknackt, 1000 Likes. Deswegen, wenn ihr einen Account habt auf YouTube und mich unterstützen wollt, drückt auf den Like-Button. Das wäre echt nett von euch. Und ja, ansonsten schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Ideen, Anregungen habt. Jo, war lustig. Wünsche euch weiter eine gute Zeit und habe euch in der Endcard nochmal 2 weitere Videos verlinkt, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und Lust habt, auf meinen Kanal weiter zu gucken und jetzt denkt, hey cool, ich würde gerne mehr vom Ralf sehen, tut das. Ich habe auch nochmal einen Feuerwehrmod installiert, der ist jetzt wieder da, LSAD heißt der. Wer Interesse hat, kann da auch mal gerne reingucken, habe ich auch die neueste Folge in der Endcard verlinkt. Im Übrigen kommt morgen eine Feuerwehrfolge, übermorgen dann wieder eine LSPDFA-Folge und so weiter und so weiter. Also immer im Wechsel Feuerwehr und Polizei. Das heißt, wer Bock hat, uns zu abonnieren und noch mehr sehen möchte, kann es jetzt auch hiermit tun. Ich bedanke mich, war eine coole Streife. Ich bin draußen, macht's gut, ciao, ciao, euer Ralf. Yeah.